Was mich am Metin beeindruckt, ist einfach seine Vielfalt. Ich bin ein spezialisierter Kickboxer. Ich habe selber viele Kindergruppen, Jugendgruppen, Erwachsenengruppen. Bei Metin ist das Besondere, dass er einfach seinen Fokus so weit geöffnet hat. Wo wir jetzt auch heute diesen Dreh gehabt haben, war es für mich nicht einfach, überhaupt dagegen zu halten, weil sein Repertoire einfach so groß ist. Es ist erst sehr, sehr breit aufgestellt. Er ist wendig, schnell und bringt auch natürlich Grundtechniken oder auch die Basistechnik in so einer Vielfalt, in so einer Kombination, wo es sogar für mich als Spezialist schwerfällt, überhaupt zu blocken. Und ich finde, wir hatten heute einen wunderbaren Dreh und auch ich selbst nach 30 Jahren Kickboxen habe heute enorm viel dazugelernt. Damals war Metin ein junger, dynamischer Kämpfer, der einfach das Feuer in den Augen hatte. Er wollte unbedingt erfolgreich werden. Ich habe damals noch eher gedacht im Kickboxen speziell. Und bin jetzt natürlich sehr überrascht, nach dieser langen Zeit diese Entwicklung zu sehen. Er betreibt nicht nur Kampfsport in Anführungsstrichen, sondern er hat aus diesem Kampfsport eine Kampfkunst gemacht. Er hat sich also in so vielen Bereichen weiterentwickelt, dass ich vorher natürlich auch nicht wusste. Er war ja auch jetzt in Japan, bereist sehr, sehr viele Länder und versucht auch und er schafft es auch, das Wissen auch seinen Schülern weiterzugeben. Weil ich denke aus meiner Erfahrung heraus, es ist wichtig, ein breites Feld aufzustellen, damit einfach mehrere Menschen in verschiedenen Altersgruppen dort abgeholt werden können, die es wirklich auch brauchen. Einer braucht vielleicht doch mehr die Selbstverteidigung, einer möchte doch mehr Schwert üben, einer möchte vielleicht beides üben. Und das ist das Wunderbare an Metin und seiner Kampfkunst, dass er so ein breites Spektrum sich, muss ich auch sagen, er hat nichts geschenkt bekommen. So, was ich jetzt hier sehe in seinem wunderbaren Dojo, es war ein langer Kampfkunstweg, aber aus meiner Sicht sehr erfolgreich und sehr lohnenswert. Jetzt nicht nur für sich, seine Familie, sondern auch für alle Schüler, die jetzt da sind und noch kommen werden. Diese weltweite Videoserie von Metin hat mich deshalb beeindruckt, weil er den Mut hat, seine Kampfkunst in die Welt zu bringen. Vergleichen wir doch mal andere Sportarten. Nehmen wir zum Beispiel eine sehr seltene Sportart, Fußball. Fußball ist auf der Welt verbreitet. Die Fußballer machen weltweit Werbung. Ich finde den Fußball attraktiv. Ich war selber früher im Karlsruher SC, in der Jugend habe ich gespielt. Und ich finde, es ist so wichtig, dass etwas Gutes auch weitergegeben wird. Nicht nur in diesem wunderbaren Liechtenstein. Metin hat sich einen tollen Namen gemacht durch seine langjährige Qualität, sondern auch weltweit, dass er seine Botschaft einfach in die Welt bringt. Und wenn ich die Videos betrachte, sie sind seriös, professionell und zeigen den Kern der Kampfkünste. Viele Kämpfer aus dem Kickboxen-Bereich wissen ja gar nicht, wo die Ursprünge sind der Kampfkünste. Und das vereint Metin mit seiner Kunst. Egal in welchem Land er ist, er möchte die Werbung für die Kampfkunst einfach rausbringen, sodass es jeder sehen und hören kann. Und was gibt es Besseres wie Videos? Ich kann sie auf weltweit abrufen, über YouTube und andere Kanäle und kann auch sehen, was er bisher erschaffen hat. Ich finde es wunderbar. Er geht als Beispiel voran und soweit ich weiß, ist es ein Alleinstellungsmerkmal weltweit, diese Künste in jedem Land auf seine Art und Weise, auch mit seiner Familie, wirklich gefühlvoll und auch kraftvoll, dynamisch und ein bisschen liebevoll zu präsentieren. Ich schätze es sehr und ich bin ein großer Fan davon.